Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier zur nächsten kleinen Gameplay-Folge. Herzlich willkommen zu Anno 1800. Ich freue mich riesig, dass ihr heute alle wieder dabei seid und reinschaut nach dem Stream gestern, der unheimlich Spaß gemacht Vielleicht hat. Können Sie das Feuer tragen? Na klar, machen wir das doch. Folgen Sie der Spur zur Erleuchtung. Habe ich wirklich nur positives Feedback von euch bekommen. Also absolut, euch ist das genauso. Das ist mit die spannendste Season, wurde mir dann in einigen Kommentaren erwähnt, beziehungsweise auch in einigen Discord-Nachrichten. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Es macht auch unheimlich Spaß, beziehungsweise ist es auch sehr fordernd. Also gestern Abend, ich war wirklich fertig. Ihr seht mal, auf was man sich da alles konzentrieren muss, wenn man versucht, gegen einen Gegner hier wirklich zu kämpfen, beziehungsweise man muss ja auch gegenwirtschaften, man muss ja auch die Bevölkerung hochtreiben, man braucht Einflusspunkte und so weiter. Viele, viele Komponenten, wo der eine oder andere schon von euch sagt, nee, das tue ich mir nicht an. Ich möchte es aber trotzdem zeigen. Erstens finde ich es richtig spannend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zweitens lernen wir auch den Gegner auch noch richtig, richtig neu kennen. Weil ihr wisst ja ganz genau, Alonso gibt nicht auf. Fakt 1. Fakt 2, Alonso braucht die neue Welt. Und Alonso darf in dieser neuen Welt nicht auf Manola siedeln. Das heißt, er muss früher oder später eine von unseren Inseln muss da wegnehmen. Und ich bin mal gespannt, wann. Das Geile ist dran, dass wir, wenn wir jetzt in die Diplomatie reingehen, dass wir jetzt mit Jean Lafontaine schöne Handelsrechte uns erkauft haben, beziehungsweise auch mit unserer lieben N. Harlow. Hallo, liebe das N. Das ist nur ein Vorgeschmack. Gucken wir mal, dass wir hier noch in der N ein ganz kleines bisschen gerade im Ruf nach oben gehen. Ganz, ganz wichtig, damit wir ihr dann auch mal Handels, ja, ich sag mal, bei ihr mal Handelsprivilegien bekommen, sage ich einfach mal so. Ihr habt da noch gestern im Chat erwähnt, beim Stream, Segler an unserer Seite, aber sei vorsichtig, dass der Kampf gegen den Vicente Admiral Silva eine ganz, ganz andere Nummer wird. Und auch gegen die Lady Margaret Hunt wird auch eine ganz, ganz andere Nummer. Also mit denen dürfen wir uns beziehungsweise bis jetzt oder ab jetzt erstmal nicht mehr verscherzen. Das ist ganz wichtig. In der alten Welt, die ich dann wieder in den Fokus nehmen werde, versuche ich dann trotzdem der Alonso so viele Inseln wie möglich hier abzuluxen. Ich weiß ganz genau, dass im Cap Trelawney noch eine, die ein oder andere Insel hat und auch selbstverständlich hier unten in den Besa. Aber ganz ehrlich, der wird hoffentlich so langsam ausbluten, der wird dann irgendwann kein Geld mehr haben, wird dann viele, viele Waren verlangen. Er kann ja auch als Gegner bzw. eigentlich als NPC kann er auch Waren vom Archie kaufen, er kann Waren von der Isabel kaufen und so weiter und so fort. Also er kann trotzdem verschiedene Dinge, die er fürs alltägliche Überleben hier in Anno braucht, kann er sich trotzdem einkaufen. Und das müssen wir schauen, dass wir das irgendwie unterbinden. Gerade neue Welt ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns hier so ein bisschen einigeln. Und alte Welt muss man jetzt gucken, wie es vorwärts geht. Das bringt mich gerade zum Thema heute. Wir kümmern uns heute wirklich um mehr Leute. Ihr wisst ja ganz genau, also das hier ist eine wirkliche Bank. Ich überlege die ganze Zeit, was wir machen können, dass wir hier so ein ganz kleines bisschen ihm Paroli bieten können, weil mittlerweile baut er sich ja einfach nur aus. Hier haben wir eine Begleitquest angenommen. Guckt mal. Wir werden die mal annehmen. Und werden dieses Schiff eskortieren. Wir haben ja jetzt einfach nur mal nichts mehr zu befürchten hier. Handelsrechte beim Piraten. Und auch mit allen beiden anderen sind wir hier schön im Frieden drin. Das Geilste wäre natürlich noch, dass wir den Frieden auch bei den anderen Parteien ausbauen zu Handelsrechten. Hier sind sie leicht erhöht. Bei der Lake wie Margaret Hunt gucken wir auch mal rein. Unmöglich, ne? Also wir brauchen eine gewisse Rufpunktzahl, damit wir hier uns, ich sag mal, so ein ganz kleines bisschen, damit der Erfolg ein ganz, ganz kleines bisschen noch hochsteckt. Handelsrechte aussuchen, schauen wir mal, nicht Angriffspakt erbitten, also alles gut. Wir könnten das hier maximal probieren, mal gucken, ob es klappt. 2,2 Millionen für Handelsrechte, nehmen wir. Nur für das Allernötigste. Sehr schön, okay, ne, da können wir noch eine Allianz suchen, machen wir lieber nicht. Aber geil, Admiral Vicente Silva ist jetzt auch mit uns die Handelsrechte eingegangen. Sehr, sehr schön. So, und hier wird schon, hier kommen schon die Monitors. Also hier ist unglaublich. So, dann gucken wir mal. Also das war wahrscheinlich hier oben, war das tatsächlich auch die letzte Insel, die hier dann der Alonso versucht hat einzunehmen. Es war tatsächlich die letzte große kleine Insel in der neuen Welt. Das bringt mich gerade wieder zu dem Thema hier. Und zwar, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir zumindest mal die Handelsroute Richtung Eli runter freigemacht bekommen. Das heißt für uns, wir müssen uns hier
Wohl oder übel müssen wir uns mit dem hier anlegen. Jetzt gucken wir mal, was der hier so am Start hat. Mittlerweile fährt er schon wieder mit Monitoren rum. Mittlerweile hat er hier schon ein paar Luftschiffe am Start. Hier hat er schon eine Flak mal wieder, eine Poseidon, ein paar Luftschiffe. Viele Schiffe sind es mal noch nicht. Bin ich ehrlich. Klar, ein paar kleine Monitoren. Ich sag's euch so, wie es ist. Der wird wieder Schiffe losschicken und wird die wieder schnurstracks in die neue Welt entsenden. Das heißt für uns, wir machen die Begleitquest und parken all unsere Schiffe im Osten bzw. Nordosten der Karte. Das ist ganz, ganz wichtig. Also eigentlich, sagen wir mal ungefähr so, gehen wir mal in die neue Welt, dann zeige ich euch mal hier. So auf diesem Winkel würde ich die gerne parken. Na, hier so mittendrin, damit wir jederzeit Schiffe, die hier von oben kommen bzw. von Osten abfangen können. Ganz, ganz wichtig. Weil selbst mit einem Monitor kann man an der Insel anlanden oder kann ein Kontor beschießen oder. Also es geht ganz, ganz einfach. So, wir machen heute Folgendes. Wir kümmern uns wirklich weiter um Bevölkerung. Wir haben ja einen Kornkammer. Gibt ja nichts. Meine kreativen Namen von gestern vom Stream müssen wir anders machen, weiß ich. Ne? Wie gesagt, schreibt auch gerne ein paar kreative Namen hier rein. Das hier ist eigentlich... das hier ist eigentlich so hier kurz vor der Hölle, hier hinten, also kurz vor dem Alonso. Hier oben haben wir dann auch eine ganz, ganz große Streitmacht verloren. Der hat jetzt Artillerie am Start und auch, also die Hafenartillerie und die dicke Bertha. Also das sind, boah, also da müssen wir echt aufpassen, was wir da machen. Hier unten ebenso. Und deshalb das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist, dass wir hier zumindest anfangen, die Seife zu verkaufen. Wir verkaufen hier die Seife und legen dann halt den Limit fest. Wir brauchen eigentlich auf der Insel kein Limit. Wir machen mal einen Zehner als Limit. Wir machen mal 100 Tonnen als Limit. So, machen wir mal. Na, ziehen um den Mindestlagerbestand. Schiffe werden nicht mit Waren unter dieser Markierung beladen. Alles gut, also das könnten wir dann ähnlich machen. So, so und alles, was oben drüber ist, können wir dann schön verkaufen. Ja, ich hoffe mal, dass das passt. Dann müssen die Schiffe dann halt zu uns kommen, um Waren zu kaufen. So, hier geht es dann drüber. Ich schätze mal, entweder werden die das hier beschießen. Wir müssen auf jeden Fall auch jetzt zusehen, dass wir hier unsere Dampfschiffswerft endlich mal aktiviert bekommen. Das heißt, wir brauchen unbedingt von den Ingenieuren diese Kabel. Die Kabel haben wir noch gar nicht freigeschalten. Sehe ich hier gerade. Nein, die gibt es tatsächlich noch nicht. Hier gibt es noch keine, hier auch nicht. Zum Thema Dampfschiffswerft hätten wir schon. Problem ist dran, wie gesagt, die Kabel. Gucken wir mal, haben wir die irgendwo in einem anderen Zyklus mit drin? Oh ja, das Schauspielhaus und da, ja, für die Old Town. Ich will noch mal kurz gucken, ob wir... Doch, direkt die Kabel. Kabelfabrik, da brauchen wir noch ein bisschen Kautschuk und dann holen wir uns Kupfer. Auch über die Speicherstadt jeweils. Schiff unter Beschuss. Flotte erwartet Befehle. Wollt ihr euch wirklich mit dem Schlachtschiff anlegen? Leute, wollt ihr euch wirklich mit dem Schlachtschiff anlegen? Formation einnehmen. Die legen sich wirklich mit dem Schlachtschiff an, gell? Ihr Hafen wird angegriffen. Ihre Insel wird angegriffen. Okay. Alles klar. Ah, die haben hier unten meine... Ein Fleck weniger auf der Landkarte. Kein Problem. Kein Problem. Wir haben Stand gehalten. Keine Sorge. Ich glaube, Vater hätte dich gemocht. Jawohl, Dankeschön. Okay. Schiff unter Beschuss. Ah, nein. Flotte erwartet Befehle. Leute, kommt hoch. Ja, haben wir. Okay, das eine haben wir mal versenkt. Sehr schön. Wir dürfen weiterfahren. Und wir holen uns mal den Staff noch an Bord. Was haben wir? Ein paar Geschütze. Immerhin. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Sehr schön. Also, der kommt rein, nimmt in Kauf, dass er hier eventuell ein oder zwei Schiffe seiner Flotte tatsächlich verliert. Jetzt bin ich mal gespannt. Mal gucken, wie lange das dauert, bis der Kollege hier reinkommt. Ich bin mal gespannt. Wartet mal ab. Wo sind denn unsere Schiffe?
Okay, wir sind hier. Ja, ja, alles gut. Macht ruhig weiter. Gut, das dauert hier gefühlt eine Ewigkeit, ne? Eskorte. Bin gespannt, ob der Monitor da jetzt gleich hier runterkommt. Also hier liegen zumindest mal alle Luftschiffe. Warten wir es so ab. Wir haben ja noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Okay, die fahren außen und oh, die fahren bei der Inhalo direkt rein. Ist das vielleicht unsere Möglichkeit, die abzufangen? Die sind halt tierisch schnell. Also, die kleinen Schiffe, die sind komplett zum Thema Geschwindigkeit, hauen die richtig rein. Wir machen es mal so, wir stellen uns trotzdem daneben, setzen mal den Generalangriff an und versuchen zumindest mal das Handelsschiff hier aufzureiben. Ja, komm, fahrt mal runter. Flotte zum Angriff. So, das hätten wir. Also das mit dem Handelsschiff hin und her fahren, solange wir hier die Mitte beherrschen, dieser Karte, ist das alles kein Problem. Aber ihr seht's, ne? Man muss echt aufpassen. Und so wie das aussieht, hat er uns gerade hier ein bisschen Stuff weggenommen. Hier, der Kollege. Die Bärlichigen. Ich glaub's gar nicht. Fortgeschrittener Schlachtkreuzer. Alter. Also ihr wisst Bescheid, der hat schon mal Upgrades drauf gebaut. Okay. Warte auf Befehle. Als würde man ersticken. Ohne den Spaß des Erstickens. Stillgestanden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gucken wir mal hier sagt, auf die Seite. Die Königin spreche in den höchsten Tönen von dir. Naja, die höchsten Töne sind's nicht. Also, Anne, mach doch mal darüber keine Gedanken. Die höchsten Töne sind es definitiv nicht, weil da wird man nur die Krone verteidigen und würden uns nicht hier selber um unser Leben und dem Alonso versuchen hier zu verbannen. So, Monitor, Flammenwerfer und das ist der Flak. Ja, alles klar. Genau deshalb fährt ja hier die Flak mit rum, der Flak-Monitor. Überhaupt nicht blöd, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber egal, das kriegen wir hin. Leute, das kriegen wir hin. So, pass auf, Kabelfabrik waren wir gerade eben. Ne? Wir holen uns die Kabelfabrik. Stellen, also wir Arbeitskräfte hätten wir genug. Wir brauchen keine Elektrizität. Das ist schon mal sensationell. Die Brillen sollten auch noch reichen. Das heißt, wir setzen zumindest mal das Gebäude hier mal mit irgendwo an. Ja, dann können wir hier... Genau, dann können wir hier über das kleine Lagerhaus, können wir das hier mit versorgen. Stören Sie sich nicht an den Dampfwolken. Kautschuk und Kupfer ist jetzt ganz wichtig. Das holen wir uns gleich aus der Speicherstadt. Das ist voll, das passt. Gibt man gleich mal ein. Kautschuk, das haben wir. Ja, 38 Tonnen. Na, das passt. Und Kupfer nehmen wir auch gleich mit. Also, für 50 Tonnen Teppich kriegen wir 1000 Kupfer. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach. Das reicht auch 25 Tonnen. Ist okay. Gehen wir mit. Wir brauchen ja eigentlich nur, wenn man es mal hochnimmt, 30 Tonnen von jeder Ware. Die bauen wir gerade um. Und dann haben wir hier endlich Kabel. Und dann können wir hier zum Glück die Dampfschiffswerft bauen. Also, das ist das Letzte, was hier fehlt. 200 Ingenieursarbeitskräfte. Passt. Kohle haben wir. Gehen wir rein, das will ich jetzt wissen. Weil, wie gesagt, mit 2, 3 Flak-Monitors, die würde ich gerne bauen und dann würde ich die runterschicken in die neue Welt. Muss ja auch sein, ganz, ganz wichtig. Wir können aber hier gucken, schaut mal hier, ne, bei Fever Town, gucken wir mal rein. Und dann können wir hier auch einfach so ein paar Flak-Stellungen bauen. Die kosten 3 Punkte Einfluss. Ist mir, muss ich jetzt ehrlich gestehen, relativ wumpe. Wichtig ist, dass wir ein paar Ziegel bekommen, ein paar Kanonen und etwas Holz. Nicht die 3 Teile. Was ist denn mit der Zeitung? Oh, schön. Klasse. Super. Endlich ist die Zeitung mal auf unserer Seite. Ziegel haben wir da. Holz haben wir auch da. Wie sieht es aus mit Kanonen? Können wir gleich mal suchen.
Keine Kanonen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Gut, egal. Die holen wir uns von der. Die holen wir uns dann hier. Von der alten Welt ran. Wo bist denn du? Du bist hier. Okay, sehr schön. Das heißt für uns, wir nehmen Geschwindigkeit auf. Guck mal, hier fährt schon wieder ein Handelsschiff rum. Nein, das ist die Monitor, die von oben kam. Okay. Na, mal gucken, wo es hingeht. Mal schauen, das ist die einzelne Monitor. Wir warten zumindest mal ab. Die kommt von hier gefahren. Alles klar. Kein Problem. So. Okay, Leute. Also mir ist... Ja, hier davor, glaube ich, hat nicht so wirklich Sinn gemacht. Ich würde sagen, wir bauen uns dann hier eher so ein kleines bisschen mittiger auf. So hier. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir nehmen den Koboldhai und packen den komplett voll. Also mit Holz, mit Ziegel und mit dementsprechenden Kanonen. Mehr brauchen wir ja dort unten nicht. Ne? Gucken wir nochmal schnell rein. Thema Flak ist, glaube ich, ein relativ einfaches Thema. Ja, passt. Okay, investierter Einfluss. Wie gesagt, wichtig. Und wir bauen gleich alle beide raus. Und dann könnt die Flakstellung alle beide dann gleich Richtung, Richtung dieser Manticores gehen. Ne? Ach ja, das wird ja dann ein Problem. Wenn das Luftschiff dann hier reinkommt. Oh, okay. Da müssen wir ganz schnell reagieren. Wir werden das Luftschiff hier bei Demons Pity, da werden wir es absetzen. Das hier hat sogar Kanonen. Das darf, wir probieren was. Wir nehmen Holz mit. Wir nehmen alle Ziegel, die wir haben. Weiter geht's. Fliegen hier hoch. Ich bin gespannt, ob das passt. So, dann flieg mal. Mal gucken, ob die uns entgegenfliegen und angreifen. Wenn die uns nicht angreifen, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wenn die uns nicht angreifen, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir fliegen hier ran. Wir haben nämlich kein Schiff. Alles andere befindet sich gerade eben auf Patrouille. Das heißt, wir müssen hier mit dem Luftschiff agieren. So, einmal Kanonen. Danke. Das wird ein Spaziergang. Ihr seht, ich spiele schon wieder mit der Spielgeschwindigkeit. Ne? Das nützt nichts. Da kann man hier nichts machen. Wir müssen wirklich bis hier ran. Weiter geht's. Wir müssen wirklich, wirklich bis hier ran. Eine andere Möglichkeit haben wir gerade nicht. Mal gucken, ob wir es schaffen. So, schön langsam. Spielgeschwindigkeit 50%. Wir fahren fort. Noch ein kleines bisschen. Komm, fahr mal. Ja, hast du geschafft. Dann dreh mal. Sei so gut. Augen einfach mal drehen. Himmel. Ich bin in einer Minute da. Ich hab's gewusst. Okay. Wir haben sie gelockt. Okay, dann hau ab. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wir bauen die Flakstellung mal hier aus. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ah, sehr schade, dass wir jetzt die Luftschiffe ausgelöst haben. Aber ist okay. Wir fahren fort. Wenn die Flak hier fertig gebaut sind, die zwei, werden wir hier wieder zurückkommen. Dann dürfen die halt gern uns verfolgen. Augen gehen Himmel. Ich bin in einer Minute da. Okay, die verfolgen uns. Gott, die verfolgen uns. Was ist denn hier los? So, wir die müssen fort. Ein Stück weglocken und dann in einem Ring wieder hierher zu fahren. Bin schon in der Luft. Die sind zwar deutlich langsam, aber das ist wirklich der Speed dieses kleinen, wunderschönen Luftschiffs. Das ist wirklich dieser Speed. Also ohne die Geschwindigkeit, das ist der Hammer. Könnt ihr das bestenfalls hier vergessen. Augen gehen Himmel. Wir müssen ich dann wirklich hier hinten anfahren. Hochleben. Wir müssen dann wirklich also bis hier hinten anfliegen. Sagen wir es mal so. Dann lassen wir hier die, Luftschiffe hier drüber ballern. Dann sollen die Flaks alles geben. Einfach nur alles ballern. Vollgas. Und wenn dann die Luftschiffe hier drüber fliegen, die vier feindlichen, dann soll dann, genau, ne, dann soll dann der Anglerfisch, soll sich dann Richtung Westen wieder aufmachen. Ich bin gespannt. Okay, die kommen tatsächlich hinter uns her. Ist es wirklich ihr Ernst? Ey, das ist denen ihr Ernst, ne? Die kommen wirklich hinterher. So, pass auf. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt wird's ganz spannend. Achtung! Jetzt werden wir die Spielgeschwindigkeit reduzieren. Und zwar so. Bin schon in der Luft. Und zwar so, dass wir alle was davon haben. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob unsere,
ob unsere Flaks dementsprechend ihren Job machen. Das heißt, die fliegen jetzt, die haben uns anvisiert. Also die KI, manchmal die ist so, entschuldigt bitte, manchmal ist die KI so beschränkt, dass sie hier, ne? So, jetzt werden sie schon mal von allen beiden Flaks begrüßt. Schön reinhalten. Immer schön drauf. Wir machen die Spielgeschwindigkeit wieder ein bisschen go. So, das war schon mal Schiff 1. Ist weg. Nächstes Schiff wird anvisiert. Stattlicher als ein Frachter. Sehr, sehr geil. Jetzt machen wir Folgendes. Wir fliegen gleich wieder los. Und zwar so, dass die drehen müssen und wieder über unsere Flakstellung drüber. Und dann seht ihr mal, wie völlig... Na, schaut mal. Guck mal, alle beide Flaks können noch diese Luftschiffe, können noch die Luftschiffe bekämpfen. Guck mal, die sind ja alle noch schön anvisiert. Guck mal, das nächste ist weg. Wir fahren fort. So, Nummer 2 ist weg und Nummer 3 wird gerade eben anvisiert. Schaut mal. Und zum Thema Reichweite, wir bleiben einfach immer außer der Range. Das wird ein Spaziergang. Na, wird ein wirklicher Spaziergang. Und die dürfen das wirklich immer noch schön angreifen. Kein Problem. Haben eine gute Reichweite, die Flaks. Und dann fliegen wir einfach im Kreis hier. Wir fahren fort. Erstmal gemütlich um den Kontur. Ob man es glaubt oder nicht, es funktioniert. Guck mal. So, das war das dritte. Hat sich gerade eben verabschiedet. Vierte wird schon anvisiert. Denk dran, hier müssen wir außer der Range bleiben. Wir fahren fort. Na, jetzt kommst du ein bisschen rein. Schiff das war's. Leute, das war's. Luft. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, manchmal verstehe ich diesen KI-Gegner, ne? Ich verstehe ihn nicht. Weiter geht's. Wow, wow. Ein gepanzertes Frachtschiff ermöglicht es, Folgendes zu bauen. Susan McLean. Ihr wisst Bescheid, oder? Ihr wisst Bescheid. Was ist das? Treibgut? Bereit für Ihre Lieferung. Komm, das holen wir uns auch. Und wir warten das... Das vierte Treibgut ist nirgendwo, oder? Augen gehen. Und wieder Schweine. Ich bin in einer Minute da. Also Leute. Also wenn das jetzt nichts ist, weiß ich auch nicht. Also wenn wir das jetzt durch ein geschicktes taktisches Manöver nicht abgearbeitet haben, muss ich euch ehrlich gestehen, also ja, weiß ich auch nicht weiter. Ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren da dazu schreibt. Bin echt gespannt. So. Also, dann kümmern wir uns nochmal. Ganz, ganz großes Thema. Neue alte Welt. So, hier kommt das Handelsschiff wieder gefahren. Ich denke aber mal, dass dieses Handelsschiff hier runterfahren. Ja, es wird hier gemütlich hier runterfahren. So, ist ja alles kein Problem. Ist ja alles gechillt. Dann lassen wir es so. Dann kümmern wir uns erstmal um unsere nächsten Einwohner. Das heißt, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass wir Schnitzel so weit aufbauen, dass wir Schnitzel erstens mit Fleisch versorgen, beziehungsweise, entschuldigt bitte, ne, mit Wurst. Da hatte ich ja hier schon mal begonnen. Haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Sehr schön. Mit Wurst versorgen. Dann gehen wir noch weiter rein. Sie geben uns eine Stimme. Wollen schauen, dass wir hier mit Brot, also hier mit Brot, das könnten wir auch machen. Wir haben ja hier hinten Kornkammer. Und auf Kornkammer gibt es hier jede Menge feinsten Stuff, den wir mitnehmen können. Das heißt, hier werden wir ein kleines Boot akquirieren. Ich nehme an, ein kleines Boot. Weil die Luftschiffe, die sind zwar schön, die Heißluftballons, aber die sind halt schon irgendwo langsam. Wir können es trotzdem probieren. Passt auf, wir machen Kornkammer. Dann nehmen wir einmal hier... Nee, wartet mal, ich habe gerade... Wir müssen mal gucken. Okay, wir fahren schon hin und her. Warnt entladen. Oh. Das hatte gerade eben geklingelt. Das ist sogar schon Getreide ist schon da. Das heißt, wir könnten eigentlich Gas geben. Wir könnten eigentlich eine Mühle bauen. Ja, das könnten wir machen. Pass auf, wir machen das auch. Wir ziehen das jetzt so her. Dann setzen wir hier eine Mühle an und machen gleich den Bäcker mit rein. Ist zwar eine kleine Investition, gerade ne, Wartungskosten, Arbeitskräfte und so weiter und so fort, auch hier. Aber glaubt mir, das rentiert sich, weil die wollen noch nicht so viel haben. Guck mal, Brot. Wir könnten eigentlich das Doppelte an Arbeitern könnten wir hier locker rausholen. Hier gehen wir einfach mal rein. So, hier, ich denke mal, das wird gerade so das Doppelte jetzt gewesen sein. Schnaps ist okay, Fisch noch gut, Klamotten an der Grenze, Wurst auch, Brot auch. Das war ein kleines bisschen zu viel, ist aber kein Problem.
man kann ja nicht nur upgraden, man kann ja hier in dem Fall tatsächlich auch downgraden. Also gehen wir ein Stück runter. Dann warten wir erstmal auf unsere Einwohner, wie sich das hier ein bisschen nach oben trippelt. Wie gesagt, 21.400 benötigen wir für die nächste Stufe. Das ist schon sehr, sehr viel. Ne? Also die ersten 40 Level, die gehen eigentlich wirklich hier schön, ne? Schön flüssig, schön knackig hintereinander weg. Aber dann geht es halt los, ne? Und dann kommen halt wirklich die großen Brocken. Das heißt, spätestens bei Level 40, 44, 46, 47 muss man sich dann halt wirklich, gucken, dass man von den Ingenieuren weiterkommt zu den Investoren. Das heißt, für uns sind es noch drei Sachen, die wir ganz, ganz wichtig, brauchen. Einmal der Kaffee, Glühbirnen und Strom. Strom lässt sich relativ einfach realisieren. Zeige ich euch dann, die Glühbirnen können wir uns über die Speicherstadt holen. Da machen wir es einfach so. Wir werden hier. Uns geht das Material aus. Wir werden hier ein ganz kleines bisschen boosten. Und zwar haben wir ja nur hier den Asher drin. Den Asher Companion, der uns die Schäfer reinboostet. Na, ihr wisst Bescheid. Aber der macht nur drei Stück. Der boostet nur drei Schäfer rein. Und könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wenn der sechs Schäfer reinboostet, was da losgeht, dann hätten wir alleine das Doppelte an Teppich. Dann hätten wir alleine das Doppelte an verschiedenen Waren, was er zusätzlich produziert. Na hier, guck mal. Die Hoffnung einer Generation zerschlagen. Ja, das tut mir leid, Isabel. Also wenn dein Schiff so lange braucht, dann kann ich da auch nichts dafür. Das Problem ist, dass unsere Flotte jetzt extremst weit im Westen steht. Ja, guck mal. Guck mal, wir haben es einfach begleitet. Und, ja. Machen wir uns nichts vor. Egal. So, komm, wir fahren wieder hier zurück. Also, ich hatte euch ja gesagt, wir werden jetzt das hier nochmal nehmen, werden das drehen und werden das nochmal reinboosten. Das heißt, wir werden einfach den ganzen Spaß nehmen, packen den hierher, einen Weg anschließen und dann machen wir es einfach so, drehen den Spaß. Wir haben hier noch kein Silo übrigens angeschlossen, ne? By the way. Und dann holen wir uns hier unten einfach noch ein oder zwei solche kleinen, niedlichen, knackigen Lagerhäuser. So, die tun nicht weh, die kann man links und rechts postieren. Und dann haben die hier richtig schön zum Arbeiten. Was führt sie zu uns? So, was, wenn man das wirklich aufrechterhalten will, immer diesen schönen Zyklus, gerade diesen Zyklus-Teppich, ne? Fahren wir nochmal ganz runter, zeige ich euch gerne nochmal. Deshalb arbeite ich so, so gerne ganz am Anfang mit dem Eschert. 12 Tonnen. Ich hege keinen Groll. 12 Tonnen pro, ne, 12 Tonnen Teppiche pro Minute. 8 Tonnen Filz pro Minute. Also das sind Dinge, die nebenbei produziert waren, der Hammer. Und ebenso 8 Tonnen Baumwollstoff. Also ist der absolute Hammer. Das können wir alles in der Speicherstadt anbieten. Und, ihr habt es gerade gesehen, die Wolle müssen wir auch loswerden. Das heißt für uns, wir brauchen deutlich mehr Exportbüros, die dann einfach diese Waren wieder wegschaffen. Das klingt richtig schlimm, ich weiß. Aber die Wolle muss weg. Die Wolle muss ganz, ganz dringend weg. Das heißt für uns, wir werden die Wolle hier einslotten und werden dann immer dafür sorgen, dass der Captain Morris immer so ein paar Tönchen von der Wolle immer mitnimmt. Wenn die Wolle voll ist, werden keine Waren zusätzlich mehr produziert. Bitte dran denken, okay? Wir müssen immer dafür sorgen, dass die Wolle weggeht. Egal zu welchem Preis, egal was wir uns dafür holen, die Wolle muss weg. Klingt irgendwie weird, aber ist halt so. Ne? Okay, pass auf, wir gehen mal ein Stück runter und schauen, dass wir uns gleich andere Waren hier holen. Ist ja eigentlich egal, was wir uns da dafür holen. Ich hätte gesagt Kaffee, aber ich glaube, der ist noch nicht freigeschaltet. Doch, der ist freigeschalten. Okay, na, Kaffee auf jeden Fall. Für 50 Tonnen, hier ist das Tauschverhältnis 44,9. Das heißt, das Tauschverhältnis ist 45 zu einer Tonne. Eine Tonne Kaffee zu... Das ist echt verrückt. So, hier hat er sich seine Anteile gerade wieder zurückgekauft. Ist okay. Wie viel hat die Insel wert? 85 Millionen ist diese Insel wert. Was bitte rechtfertigt 85 Millionen wert diese Insel? Was bitte rechtfertigt das? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber gut, lassen wir es so stehen. Passt auf. Wir gucken schnell in die neue Welt rein, ob hier irgendwas vom Alonso rumfährt. Der hat jetzt gar nichts mehr hier. Kann auch sein, dass das nicht lange so bleibt. Ganz, ganz wichtig. Wir bleiben noch in der alten Welt und werden jetzt hier anfangen, ne, die Waren so ein bisschen umzuschlagen. Wie gesagt, 45 Tonnen zu einer Tonne Kaffee.
Es wird ja jetzt relativ viel Wolle produziert. Je nachdem, wie oft da reinkommt, guck mal, wir haben jetzt eine schöne Überproduktion von so ungefähr roundabout 12 bis 13 Tonnen pro Minute. Sehr cool. Und dann gucken wir mal, der Captain Morris, da läuft schon wieder ein. Also das geht hier wirklich, das geht hier relativ schnell. Das heißt, wir bleiben bei diesem Tauschverhältnis. Wir machen da gar nichts dran, weil wir müssen erst nochmal die 45 Tonnen, müssen wir uns erstmal erwirtschaften. Normalerweise müsstest du jetzt genau ausrechnen, wann kommt der gefahren. Der kommt hergefahren, der legt an, schlägt die Waren um, ne? Warnumschlag, Warnumtausch, und dann fährt er wieder weg. Und in der Zeit müssen wir wieder versuchen, 45 Tonnen Wolle zu produzieren. Das ist, eigentlich sind es 3 Minuten. Da müssen wir mal gucken, ob das Pari-Pari aufgeht. Wenn wir allerdings sehen, dass die Wolle steigt, ne, dann müssen wir hier, dann müssen wir reagieren. Da müssen wir mit dem Doppelten dann reingehen. Okay. Warum fährt hier nur die Hälfte? Warum fährt hier nur die Hälfte an Schiffen und die andere Hälfte hat keinen Bock? Sehen Sie sich nur an. Stolz zurecht. Auf jeden Fall. Stolz bin ich ja auf meine Leute hier. Auf die kleinen Schiffe bin ich mega stolz. Also, boah, alle Schreinereien, Wanzerholz verlöten. Mehr Produktivität und weniger Arbeitskräfte. Wir brauchen halt Punkte. Wir bräuchten dafür halt Einflusspunkte. Ne? Aber, ja, würde ich mitnehmen. So, also sind wir schon ziemlich weit gekommen wieder. Alonso komplett in, aus der neuen Welt vertrieben. Der hat jetzt nicht ein Schiff mehr hier. Alle Handelsschiffe weggeballert, alle Luftschiffe, hier kann man gerade nichts mehr machen. Reine weg, gar nichts. Sehr, sehr gut. In der alten Welt kommen wir ja noch voran. Wie gesagt, alte Welt versuche ich jetzt über die Kabel zu gehen. Das klappt schon mal hervorragend. Schaut mal. Einen Helm zu tragen. Ja, haben wir schon 14 Tonnen, das heißt noch die Hälfte dazu. Und ich sag mal, in der nächsten Folge können wir dann anfangen, die Dampfschiffswerft zu bauen. Wichtig, Fokus bei der Dampfschiffswerft. Die Flak-Monitore. Na, ganz, ganz wichtig. Ich brauche kein Kriegsschiff da drauf. Ich habe die normalen kleinen Piratenboote. Die reichen noch. Die reichen noch bis ins Midgame rein. Klappt mir. So, und jetzt gehen wir noch Import-Export. Und ja, als nächstes brauchen wir einfach noch mehr Einwohner. Das heißt für uns, wir brauchen halt einfach noch mehr. Von Dankbarkeit. Wir brauchen halt noch mehr Ingenieure. Nützt nichts. Also schauen wir mal. 680 haben wir. Das heißt, wir gehen mal von den Bauern aus. Das heißt, die Bauern müssen wir noch ein bisschen Upgrade-Party hier reingehen. Holen uns die Arbeiterarbeitskräfte. Von den Arbeitern machen wir genau dasselbe. Gehen rein, fehlt Holz. Ganz klar. Ne, das sehen wir schon. So, dann rödelt hier mal ein bisschen. Wir hatten ja sogar gar noch. Ja, genau. Du bist ja auch noch da. Guck mal, die produziert sogar nebenbei noch Baumwolle. Als ein Frachtdampfer, oder? So, und du. Du schönstes aller Luftschiffe. Schönstes kleines aller Luftschiffe. Fährst bitte hier außen auf die Karte und fährst dann sukzessive in den Süden. Und wir treffen uns dann wieder in der neuen Welt. So. Dann hätten wir die gute Dame schon mal weggeschickt. Madame Kaina, was hast du da im Herzen? Einen ah, 9000, nee. Das lassen wir so. Dann hätten wir das, dann hätten wir das. Okay, das passt. Für das Holz hatten wir ja gerade gesehen, irgendein Schiff hat jetzt hier ein richtig geiles Item. Hier, guck mal. Ne? Hagers elektrische Drechselband. Also sehr, sehr cool. Beeinflusst alle Schreinereien und die Wanzer Holzverlöten. Gibt mehr Produktivität bei weniger Arbeitskräften. Das heißt, wir können dann einfach die Produktivität etwas reduzieren. Bereit für neue Befehle. So, und dann gucken wir mal nochmal rein. Also hier gibt es... Boah. Hier hätten wir noch das teutonisch-technische Schneidwerkzeug. Also ich würde mal sagen, die beiden Items nehmen wir mit. Ebenso auch den dynamischen Lautsprecher. Pass auf, dann räumst du den Lautsprecher hierher. Die beiden Items packen wir mal woanders rein. Und du nimmst jetzt bitte das hier mit. Und wir fahren diese absolut heiße, heilige Ware, fahren wir zu uns nach Hause und boosten da damit erstmal unsere Holzwirtschaft. Na, ganz, ganz wichtig. Denk dran, wir arbeiten noch mit normalen Handelskammern. Wir könnten theoretisch über den Palast den vierten Sockel aktivieren. Und wir könnten hier noch über den vierten Sockel ein bisschen was machen. Also, solange die Handelskammer da ist, kein Problem. Warum habe ich die Handelskammer im Gegensatz zur großen Handelskammer genommen? Ganz einfach die Wartungskosten.
Schaut einfach die Wartungskosten an. Ne? Und auch die Baukosten sind deutlich günstiger, ist viel schneller aufgebaut, ein paar Ziegel bis Holz. Und hier kostet halt dann schon Stahl und mindestens das Doppelte an Holz und an Ziegel und sehr, sehr viele Münzen. Also es ist schon, schaut mal, knapp 40.000. Wahnsinn. Ne? Gut, jetzt fahren wir nur noch hierher. Jetzt fahren wir nur noch schnell hierher. Während es ablegen. Und dann würde ich sagen, ja, wenn wir es nicht mehr schaffen, sehen wir uns im Stream wieder. Moment. Entschuldigt bitte. Jetzt probieren wir nochmal, dass dieses Piratenschiff zu uns fährt. Ich habe ja gerade auf der linken Seite, entschuldigt bitte, ne? Ich sitze nicht alleine im Büro. So, jetzt müssen wir mal schnell fahren. So, jetzt lassen wir das nochmal hierher schunkern. Wir geben gleich mal Gas. Also eigentlich Vollgas. Und dann warten wir mal, dann werden wir das noch einsockeln. Und dann wird man dann alles für die nächste Folge bzw. für den nächsten Stream vorbereiten. Ich glaube nicht mehr, dass ich noch zu einer Folge komme. Aber warten wir gleich. Lassen wir es erstmal anfahren, das Schiff. So, wir schauen nochmal, ob wir hier noch irgendwelche Items drin haben. Also gut, die Bombenkanone. Ja, die könnten wir dann zum Beispiel für unser Flaggschiff nehmen. Wär geil, aber mehr ist jetzt da jetzt auch nicht los. Und irgendwie habe ich das Gefühl, schaut mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da wieder mehr Gas gibt. Linienschiff, Schlachtkreuzer. Ihr wisst Bescheid. Der Verbund wird größer. Der Verbund wird größer heißt für uns, wir müssen mehr Acht geben. Wir müssen wirklich, wirklich mehr Acht geben. Wir haben noch genug Piratenschiffe, haben wir da. Es geht hier bloß ums Prinzip, okay? Pass auf, wir werden es ausladen. Und normalerweise könnte man hier zum Thema Item... Kisten unter Deck! Ah, Kanone. Ich wollte gerade sagen, wo habe ich jetzt die Items hingepackt? Normalerweise müssten wir den verwendbar in alle Itemsockel. Also das ist kein Problem. Wir nehmen jetzt mal das Schneidwerkzeug und die elektrische Drechselbank, die nehmen wir raus und hauen hier nochmal richtig, richtig rein. Also, Metzger High brauchen wir nicht. Beeinflusst werden, wir hatten da Kunden, ne, genau. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und die Drechselbank. Na, und das seht ihr schon, anhand an den Bauernarbeitskräften, guckt mal, wir brauchen schon etwas weniger. Und wir können jetzt, weil die hier hauen jetzt durch Verarbeitung 10 Sekunden. Ein Sägewerk 10 Sekunden und ein Holzfäller 8. Also das geht richtig vorwärts. Ja, und da könnten wir sogar das Arbeitspensum von den Holzfällern könnten wir schon mal ein ganz kleines bisschen reduzieren. Schauen wir mal. Kommen wir auf 8. Machen wir mal 20. 9. Ja. So. Genau, machen wir 10. So, 10 auf 10. Geht, oder? So, und dann werden wir uns vorbereiten. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn auch in der nächsten Folge hier wieder mit dabei seid. Wir sehen uns hoffentlich zum Stream. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Alonso da noch gegen uns vorgeht. Es wird nicht leichter. Ihr seht es an seinem Verbund. Im Gegenteil, es wird schwieriger. Dann Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.